Moin Moin, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist PanixLP. Heute mal wieder eine Folge Let's Make a Me. Und zwar hatte mich Sonic gefragt, ob ich L aus Death Note machen könnte. Und dies werde ich natürlich jetzt tun. Ich wollte auch nochmal als kleines Vorwort nebenbei sagen, es wird erstmal bei mir keine Livestreams geben. Solange ich so angeschlagen bin mit meiner Allergie, werde ich natürlich nicht streamen, weil es bringt einfach nichts. Ich muss andauernd meine Nase putzen und das würde im Stream einfach übelst stören. Also mich, ich werde damit nicht zufrieden und ich will das euch auch nicht antun. Deswegen nimmt es mir nicht übel, dass ich jetzt gesundheitlich mit den Streams erstmal kürzer trete. Aber Let's Make a Me wird es trotzdem jede Woche Freitag mindestens eine Folge gegeben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Sofern es in meiner Macht steht. Also sollte irgendwas passieren, weswegen ich es nicht schaffe, dann schreibe ich das natürlich auch auf mein Discord, so wie ich das bisher auch immer getan habe. So, nebenbei bin ich schon dabei, den Mii am machen. Also nicht wundern, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe. Nimmt mir das jetzt nicht übel, aber ich will das dann auch mal geklärt haben. Ich bin gerade mir nicht so sicher, wie ich die Augen mache. Ich denke mal, ich mache die so. Die Nase ist eigentlich soweit okay. Ich guck noch mal, vielleicht doch noch mal eine andere Nase. Nee, es sieht ja eher so wie so eine Hexennase aus. Die Nase. Nein, natürlich auch nicht. Die vielleicht kleiner? Naja, er hat ja eine große Nase, ne? Oh, es ist schwierig. Wenn ich mir die Nase so angucke, würde ich sagen, sie. Ich mache erstmal mit dem Mund weiter. Mit dem Mund hätte ich eher gesagt, hier nicht den, sondern wo ist er? Den hier. Der klassische Mund. Ey, das sieht doch gar nicht mal so kacke aus. Stück runter oder Stück hoch? Ich mach mal so. Also so würde ich jetzt L zum Beispiel lassen. Ich würde ihn groß und sehr schlank machen, weil er in dem Anime auch sehr schlank ist. Er hat auch immer eine dunkle Hose an und einen weißen Pulli. Und den nenne ich dann jetzt auch L. Also Sonic, das wäre jetzt meine Version von L, nicht eine, meine Version. Wieso hat er den Namen jetzt nicht genommen? Okay, L, so. Tut mir wirklich leid, dass die Folge so kurz geht, aber ich habe ja auch schon gestern und vorgestern gesagt, dass ich so ein bisschen angeschlagen bin und ich deswegen trotzdem versuche, euch die Folgen zu geben. Also nicht wundern, wenn ich nicht wirklich viel reden möchte und die Folge möglichst schnell beenden möchte. Das wird ab nächste Woche hoffen wir mal anders sein. Ich muss mal gucken, wie es mir da geht. Und wie gesagt, sollte ich dann mal doch mal eine Folge Let's Make Me ausfallen lassen, dann schreibe ich es bei mir auf dem Discord. Also könnt ihr auch gerne mein Discord joinen, das ist, glaube ich, der erste Link unten in der Beschreibung. Also allgemein ist dann in der Videobeschreibung verlinkt. So, da haben wir auch L. Ich gehe nochmal ein Stück runter, dann siehst du ihn auch. Ich hoffe, der Mii gefällt dir. Schreibt das bitte gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Let's Make a Mii Folge. Wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne in die Kommentare damit. Dann habe ich nächste Woche Freitag was zu tun. Bisher habe ich nämlich noch keinen Mii. Ansonsten würde Chris Griffin endlich mal kommen. Aber wie gesagt, Chris Griffin ist eher bei mir so ein Filler. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Kritik ist auch gerne erwünscht. Und wie gesagt, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao, ciao, euer PanixTA.